Die Ausbildereignungsverordnung AEVO. Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Konzipiert und zusammengestellt von Michael Steffens, Produktion Rolf Hennequin. Wie entsteht eigentlich die sogenannte berufliche Handlungskompetenz? Nun, die entsteht dadurch, dass der Ausbilder während des Ausbildungsgeschehens dem Auszubildenden ganz bestimmte Kompetenzen vermittelt, beziehungsweise dass der Azubi sich diese Kompetenzen aneignet. Es gibt 4 Kompetenzbereiche, die ihr nennen können müsst, also auswendig lernen müsst, und hinter jedem Kompetenzbereich sind noch einzelne Unterpunkte, die ihr auch erläutern können sollt. Und die zähle ich euch erstmal auf. Was ihr nennen können müsst als Kompetenzbereich ist die Fachkompetenz. Dann haben wir die Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und die sogenannte Persönlichkeitskompetenz. Fangen wir an mit dem Bereich der Fachkompetenz. Hier mache ich es kurz. Es sind alles Inhalte, die dem Berufsbild, welches sich in der Ausbildungsordnung wiederfindet, entsprechen. Also fachliche Inhalte. Nächster Kompetenzbereich ist die sogenannte Sozialkompetenz. In der Sozialkompetenz geht es darum, dass der Auszubildende lernt, sich im sozialen Verband, das heißt das Arbeitsumfeld, angemessen zu bewegen. Hierunter haben wir dann die sogenannte Teamfähigkeit, die Konfliktfähigkeit. Wir haben die Fähigkeit, sich zu integrieren. Wir haben die Fähigkeit, angemessen mit anderen zu interagieren, umzugehen. Der dritte Kompetenzbereich ist die sogenannte Methodenkompetenz. Hier geht es um die Frage, wie erledigt denn der Auszubildende die ihm übertragenen Aufgaben? Verfügt er über die Fähigkeit, seine Arbeit sinnvoll zu strukturieren, zu organisieren? Hat er ein Zeitmanagement? Ist er flexibel? Ist er in der Lage, Entscheidungen zu treffen und selbstständig und verantwortlich zu handeln? Beherrscht er Lern- und Arbeitstechniken und ist er auch in der Lage, seine eigenen Handlungen selbst zu kontrollieren im Sinne von sich selbst auszuwerten? Der vierte Kompetenzbereich ist überschriftet mit Persönlichkeitskompetenz. Hier arbeitet der Auszubildende an seinem Auftreten. Hier entwickelt er die Fähigkeit, Arbeit zu sehen, wahrzunehmen. Hier geht es um das Thema Lernbereitschaft. Hier geht es auch um das Thema Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und auch wieder ähnlich wie im Bereich Methodenkompetenz geht es um die Frage, ist er in der Lage, sein eigenes Verhalten auszuwerten und seine eigenen Ausbildungsziele kritisch zu reflektieren und daran mitzuwirken. Persönlichkeitskompetenz.